in der nächsten Folge wirken wir hier mit den Schwarzmagiern. Sind da nur Schwarzmagier? Auf was wirken die denn hier ein? Auf den Turm. Ja, herzlich willkommen, Leute. Heute ist im Auftrag des Königs. Das brauche ich, glaube ich, nicht mehr wiederholen. Aber vielleicht nochmal 2.6.1. Ja. Ich habe jetzt eine neutrale Rüstung anziehen müssen, sonst hätten die mich gleich hier gekillt, die Schwarzmagier. Ich habe ja versprochen, in der letzten Folge mal hier einen Blick reinzuwerfen und die Geräusche lassen vermuten, dass hier ein Dämon ist, den ich eventuell... Was? Beschworener Dämon, den ich eventuell... Das ging aber fix. Ich gehe nochmal zurück. Bin ich ein bisschen geflasht. Und ich blute. Hoffentlich. Hoffentlich riecht da nichts. Hoffentlich riecht da nichts. Meine Fresse im Himmel. Ich gehe mal schnell was essen. So, jetzt habe ich mal fertig gemampft. Jetzt gehe ich auch speichern. Dann gucken wir mal, ob wir noch einen liegenden Heinz da finden. So ein Dämon da. Den haben wir ja schon. Der hat auch ein dämonisches Herz gehabt. Dann geht es hier natürlich hoch. Aber erstmal gucken, was hier so um die Ecke guckt, kommt und überhaupt. Ja, da ist ja noch einer. Oh, weia. Ja, ja, ja. Immer drauf auf den Dämon. Das geht ja, das geht ja, das geht ja, das geht ja. Eventuell. Es geht gut. Wow. Was sind da fliegende Peoples hier? So. Was haben wir denn? Extrakt der Heilung, Mana-Elixier und Herz eines Dämons. Speichern. Ah, es sind aber noch mehrere Dämonen da. Aber bevor ich den nochmal kille, gucke ich mal lieber hier in die Truhe rein. Dort haben wir Feuerball, eine leichte Wundenheilung und 10 Gold und eine Fackel. Ach ja, alt. Alt hätte ich nehmen müssen. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Okay, aber hier im Regal sind noch ein paar Sachen. Die kann ich nicht mit alt. Und wieder Fackeln. Na, das sind ja die alten Relikte. Dann dürfte noch eine Fackel liegen. Jawohl. Ja, schauen wir mal. Was gibt's denn noch hier? Guck, guck. Ist noch jemand hier? Hör doch was. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was gibt's denn noch hier zu sehen? Gold. Gib mir all dein Gold. Hier ist nochmal Gold. Muss es eigentlich sein. Ach ja, und hier auf der Ablage. Jede Menge Zeug. Kann man immer mal brauchen. Oh, Gobo-Bären. Sehr schön. Was ist das? Gürtel der Kraft. Ach, apropos Kraft. Ich habe durch Apfelessen gleich wieder 2 Stärkepunkte neu. Dann eine Waldbeere. Drachenwurzel. Und hier noch ein Zeug. Gucken wir mal gleich nach. Wie viel Kraft ich habe? 68. Und der Gürtel der Kraft bringt denn wie viel? Wenn das nicht exorbitant ist, dann ist der hier? Nee, das ist meine Sträflingskleidung. Hier. Gürtel der Kraft. 5, 5, 5. Was habe ich hier? Ich habe Schutz vor Waffen. Gürtel der Kraft. Soll ich das mal eben ummodeln? Ach komm, ich mach das mal. Haben wir jetzt ein bisschen mehr Stärke. 73 und... Naja, erstmal abspeichern. Wollen wir mal gucken, ob hier sich noch irgendwo was... Naja, hier ist ja eh nichts. Gibt's hier irgendwie noch... Oh, da war noch was. Da lag noch ein bisschen Jolt. Mein Gott, nur Dämonen. Also wenn es nur Dämonen sind, die so leicht zu killen sind wie ich eben die beiden, dann, dann ist ja alles gut. Das heißt also, die sind hier oben. Ich will da nicht hoch. Menno. Wie viele sind es denn noch? Ich höre schon mal seine Flattern flattern. Mir flattern die Knie hier. Oh Mann. Okay. Ja, hier ist einer. Okay, hallo Dämon. Kuckuck. Wieso
greift er mich. Doch jetzt. Ah, shit. Oh, war ja, der ist aber anders. Der ist aber anders drauf. Mist. Der ist so anders drauf. Shit. Ach ja. Vielleicht schaffe ich es diesmal. Der hing da eben so schön rum. Ja, ja. Los. Nicht loslassen, Roland. Oh, da ist ja gleich noch einer. Scheiße. Aber ich bin gar nicht verletzt. Aber trotzdem, der könnte mich nochmal killen irgendwie. Kommt der denn hier durch die Spindelburg durch? Spindelburg. Oh, kann ich wieder abspeichern. Das ist die große Frage hier. Gucken, ob er hier mitten in der Spindel drin ist. Ach, der ist auch hier anders. Der ist noch. Oh Mann. Guck, guck, hier ich bin. Ah, Mist. Ich denke mal, er ist. Ja, da ist er. Na, leider nicht, leider nicht, leider nicht. Na, dann wollen wir mal gucken, ob wir ein bisschen das Gemüt beruhigen können, indem wir ihn abkühlen mit einer Eislanze. Na, sein. Hoffentlich ist das auch ein schneller Zauber. War nix. Mist. Eislanze vertan. Eislanze habe ich vergeudet. Ja, okay. Man hat ja sowieso immer ein bisschen Verluste. Okay. Auch den beschworenen Dämon haben wir weggegratscht. Gegrätscht, aber ich höre noch einen weiteren. Mann, oh Mann, oh Mann. Wer hat denn hier die ganzen Dämonen beschwört? Wo ist denn hier noch einer drin? Ne, den Sessel will ich jetzt nicht. Speichern will ich. So. Wieder frisch, aufgefrischt. Und wo bist du? Ach, da bist du. Okay. Ja, das wird wieder nix. Oder? Mann, oh Mann, oh Mann. Immer hart auf Grenze, Roland, ne? Der denn dabei? Ach, Pech hat der sogar dabei. Und ich höre immer noch. Also, das ist ja voller Dämonen, der Teil hier. Sardas, was hast du denn da hinterlassen? Das ist doch wohl nicht zu fassen. Okay, da war das kurz drin. Das ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Da ist nicht zu holen. Okay, aber dafür können wir ja ein bisschen in die Buchkommoden rumlesen. Da gibt es hoffentlich keine Erfahrung. Oder? War doch hier noch gar nicht, oder gibt es Erfahrung? Ja, doch. Tränke heilender Kraft, Blub und Bläh. So, liegt hier noch was auf den Schränken rum? Essenz der Heilung, ein Alchemietisch, ein Runentisch. Ja, also das Buch wird bestimmt noch ein Stockwerk höher sein, ne? Und wir sehen, oh, irgendwie hakelt's hier. Ich glaube, ich muss das Spielchen nochmal neu starten und mal gucken. Wenn es nochmal so ruckelt und an der Stelle weitermachen, aber trotzdem werde ich nochmal ein Stockwerk höher gehen. Davor aber nochmal abspeichern. So, gespeichert und nochmal neu das Spiel gestartet, weil ich da so ruckeln hatte. Ich gehe das jetzt weg, aber irgendwo ist ja noch ein Dämon. Dämon. Ein fliegender Affe da und mit Hörnern. Das wird wohl hier wohl so sein, ne? Ja, hier in dem schönen, ruhigen Zimmer. Aber hier gibt es noch eine Essenz der Heilung und ein hübsches Bild. Ja. Gucken wir mal. Oh, Mann! Okay. Dürfte hier der Belia-Schrein sein. Genau. Belia-Statue. Mich da nicht. Oh, da ist ein der hat ja violette Flügel. Der hat violette Flügel, Leute. Der scheint irgendwie anders zu sein. Der ist bestimmt ganz gefährlich und bissig. Soll ich das machen? Hallo. Ich glaube, da liegt auch das Buch. Da hast du mich nicht entdeckt oder was? Bist du blind?
nicht meine Armbrust ziehen, ne? Guck, was das für ein Dämon ist. Geschwächter Dämonen? Was? Geschwächter Dämonenlord. Ach, und es gibt auch sogar gleich wieder eine Rune, eine Teleport-Rune. Bestimmt Xardas Turm. Ja, geschwächter Dämonenlord. So geschwächt bist du aber nicht. Oh, war ja noch ein Krall und dann bin ich hin. Oh, 450! Und immer den gleichen Blutfüllstand links unten bei mir. So, was gibt's denn beim geschwächten Dämonenlord? Elixier der Heilung. Und ein Dämon beschwören. Okay, auch gut. Oh, Leute, auf Anhieb. Auf Anhieb geschafft. Vertrauen ist gut. Geschwächte Dämonen killen ist noch besser. Teleport zu Xardas. Was, nach Korinnes? Was für ein Zeug nochmal? Manchmal habe ich so ein bisschen mit der Augen. Was, wo haben wir denn dann den Teleport? Das muss doch... Wieso? Ach, da. Korinnes Teleport zu Xardas nach Korinnes. Okay. Lesen wir uns mal kurz hier die Sachen durch. Okay, jetzt konnte ich nicht erkennen, ob es das irgendwie noch... Ob da irgendwelche Bucherfahrungen drin waren... Ja, doch, jetzt. Na, hier war was. Gucken, immer auf die Mitte zentrieren die Augen. Nee, da war keine Erfahrungspunkte zu sehen. Und da ist das Buch auch schon. Habe ich eben mal so aus dem Augenwinkel gesehen. Ah, hier gab es Erfahrung. Sehr schön. Und das ist schwarze Magie IV. IV. Lesen wir gleich mal an. Ist so weit entfernt. Ja, okay, gab es auch wieder ein bisschen Erfahrung. 10 Stück. Die Truhe, ich speichere mal ab. Boah, knacken wir jetzt mal die Truhe. Links. Das war eine kurze Kombi. Was haben wir hier drin? 5 Gold, Licht, Dietrich und Dolch. War geil. Klasse. Ich freue mich so. Tolles Geschenk. So. Was? Vielleicht ist ja noch irgendwas auf den Regalen, Bücherregalen. Nee, ich sollte ja nochmal lesen. Und zwar Schwarze Magie IV, oder wie das heißt. War das ein violettes Buch? Das war ein violettes Büchlein. So, was haben wir denn hier? Da ist es. Aha. Belias Magie, vierter Kreis, der vierte Kreis, Seite 2, Xardas. Okay, kennen wir, lesen wir später. Aber es gab eine Quest. Das Buch in Xardas Turm. Das muss das Buch sein, welches der Magier Roas sucht. Anscheinend wollen auch die Schwarzmagier wissen, warum Xardas sich mit der Magie Belias beschäftigt hat. Ja, also, ist es das jetzt hier? Also, ich habe ja alles hier, abgesucht. So, dann ist es das. Dann gehen wir mal runter zu Roaz und sagen, du Heinz, du, ich habe jetzt ein komisches Buch gefunden. Ich höre auch keine Drachen mehr, also keine Dämonen mehr hier. Rülpsen, furzen, fliegen. Ja, hier haben so komische Sounds da, so, Leute. So, Roaz. Jetzt wollen wir dich mal gleich hier mal beschenken. 1000 Gold einheimsen. Hör mal auf. Ich bringe euch euer Buch. Wirklich? Sag her. Ja, das wird das Buch sein, das wir gesucht haben. Wie sieht es mit meiner Belohnung aus? Ja, du sollst jetzt bekommen, was dir zusteht. Ja, glaubst du denn, dass ich deine Unverschämtheiten vergessen habe? Du hast den großen Magier Roas beleidigt. Und dafür sollst du jetzt bestraft werden. Ich hatte dich gewarnt. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Oh, ein dämlicher Mistkerl. Okay. Das kam jetzt ein bisschen plötzlich. Danke für das Gold, du Held. Ja, da haben die Entwickler sich ja richtig Mühe gegeben. Das heißt also, ich musste doch noch für meine Falscherei büßen.
Die wollen also mich umnippeln mit ihrem komischen Zauber. Ich versuche mal was. Ziehe mal wieder meine bessere Rüstung an, bevor ich mit dem Roas rede und das Buch gebe. Und zwar das Vieh hier. Bootsmann-Rüstung. Speichern wir noch. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob die gleich aggressiv werden, weil ich eine andere Rüstung trage. Das ist natürlich... Ich werde gleich mal hier meine Waffe ziehen. Nee. Steck die Waffe weg. Okay. Kluges Kerlchen. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Oh, Alter. Das war's für dich, Penner. Geht auch nicht. Okay. Oh, oh. Dann muss ich es doch mit meiner Crawler-Plattenrüstung probieren. Aber bevor ich das mache, gehe ich nochmal hinter den Turm. Und gucke mal, ja, ob ich da hier hochkomme. Nee, da war doch... es gab eine geheime Stelle. Ja, genau, richtig. Hier hoch. So, dann haben wir hier so einen Felsblocken. Und dann gehen wir hier mal gucken. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir hier noch richtig schöne Ecke. Ja. Ja, der ein oder andere wird sie wahrscheinlich kennen. Der gute Gothic-Spieler. Dass sich hier noch was befindet. Und sonst nichts. Genau, das gleiche machen wir dann auf der rechten Seite. Herrgott Sakrament, das ist ja echt übel. Also, ich habe Folgendes vor. Ich gehe gleich auf die Peoples da los zu. So, aber erst nochmal hier gucken. Die dürfen ja noch ruhig bleiben. So. Nö, hier ist nichts mehr. Oh, da, da. So, und bevor ich den Roas anspreche, werde ich nochmal speichern. Okay, andere Strategie. Ich werde ihn erstmal nicht ansprechen, sondern ich werde erstmal hier die beiden Heinis da mal... ach, hier habe ich ja noch ein paar Dölche. Oh Quatsch, und ein paar Räuler. Ich werde jetzt mal die beiden hier mal von hinten hinterrücks umschlagen. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Hallo? Ja, ist ja gut. Nein. Ich dachte, die kriege ich schneller. Naja. Okay, ein bisschen Gold. Kampfstab. So, Achilles, mal gucken, ob mit der Alt-Taste das auch geht. Ja gut, okay. Geht auch. Dann werde ich mal speichern. Ja. Aber ich habe da hier noch ein Gobbo gehört. Ach, die sind unter mir, ist klar. Okay, jetzt geht's natürlich dran, hier den Heinz dazu. Das Buch. Ich will unbedingt die XPs haben. So, Roaz. Und dann werde ich da hinten rein. Ich hoffe, dass das klappt. Aber nachdem ich was getrunken habe. Oder auch gegessen. Und Trank der Geschwindigkeit. Ich glaube, das ist wohl... Das ist es. Das muss es sein. Das muss es sein. Oh, jetzt bin ich so weit verwirrt, dass ich meine... Kampf 25. So, Trank der Geschwindigkeit. Lapf. So, und dann spreche ich meinen Roaz an. Das kennen wir alles. Das verwirrt mich. Du sollst laufen. So, sehr schön. Okay, die haben... Oh, nicht so weit weg hier. Ich will hier hoch. Nein, nicht wieder raus. Dank der Geschwindigkeit. Ja. So, abspeichern. Und jetzt nochmal gucken, ob sie noch irgendwo auf mich lauern. Hätte ich nicht machen sollen. Die lauern tatsächlich um die Ecke. Ich fasse es ja nicht. Okay, muss ich es anders machen. Ich lade nochmal neu. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Dann werde ich mich gleich zum Leuchtturm hier wegbeamen. Zu meinem Kumpel Dandolo. Hallo Dandolo, grüß dich. Okay, ein bisschen einrendern. Okidoki. Oh, Leute, das war vielleicht eine grausame Geschichte da am Leuchtturm. Das kann ich euch wirklich sagen. Okay, ich speichere jetzt mal ab an der Stelle. Und was gibt es noch so zu erzählen? Was können wir denn jetzt noch machen? Auf jeden Fall werden wir noch mal einen Bauernhof tilten. Also ein paar Orks killen. Und ich werde mich dann wieder mit Dandolo zu einem begeben. Und dann schalte ich mich wieder ein. Ja, bei dem miesen Wetter jetzt noch die Orks hier von diesem Bauernhof wegvertreiben. Habe ich vergessen gehabt. Ich habe doch eben die Waffe gezückt. Ja, wollen wir mal gucken. Das dürfte eigentlich ein Klack sein. Hier steht schon mal einer. Schön.
Okay. Hallo? Naja, dann nehme ich dich. Hallo? Wo bleibt Dandolo? Ach, da bist du ja. Kommt noch einer auf mich zu, bevor ich hier looten kann. Hä? Okay. Na gut, okay, die haben ja alle nur einzelne Sachen. Erstmal gucken, ob irgendwer Gold dabei hat. Ja, der hat zum Beispiel Gold. Okay, alt, alt, alt. Ja, damit geht's nicht auch, zu plündern. Ne? Ja, genau, richtig. Bei Truhen und bei Peoples, die mehr Inventar im Inventar haben. Ja, also das haben wir schon mal geschafft. Dann wollen wir mal gucken, indem wir mal ein bisschen was zu uns nehmen. Ah, das soll erstmal reichen. Speichern. Und so weiter und so weiter. Ich mach dich fertig, Mora. Oh, hier ist ein nackter Affe. Na? Willst du wohl raus? Da ist auch noch einer, oder? Nee. Ach, ein Wag. Okay, Wag. Dann nehme ich dich. Ach. Er hat auch ein bisschen gebraucht hier. Meine Fresse im Himmel. Gut. Was ist mit dem Ork? What is about the Ork hier in der Ecke? Hast du den etwa gekillt, Dandolo? Scheint wohl. Oh, hier gibt es wieder Vorräte, ne? Ja. Zum Kochen. Ich habe noch gar keine großartigen Kochrezepte, Leute. Das ist echt, ne? Und mir ist aufgefallen, dass wenn man richtig schöne Sachen kocht und auch die Zeit dafür hat, nicht immer von Convenience Food und Fertiggerichten sich ernährt, dass man, wenn man hier eigenhändig kocht, mit aller Rezept, dass man hier richtig richtig Kraft bekommen kann und Maggi und überhaupt, wo ist Dandolo? Ah, der ist aber anders hier. Ist auch noch ein Krieger. Okay, den haben wir nochmal gekriegt. Okay. Ja, Dandolo, ach, da bist du ja. Na, hast du Kaffee getrunken oder was? Speicher an. Joa, gucken wir mal. Ja, wessen Hof war das nochmal? Arkil? Weiß es nicht mehr. Benga? So was hatten wir ja. Arkil, Benga, schwuppdiwupp. Wir wissen es nicht. Ihr wisst es, aber ich hab's jetzt vergessen. So, in allen Ecken, Enden geguckt. Nein, da ist nichts mehr zu... Da ist kein Ork mehr. Noch ein Wag, den haben wir ja schon. Was kann man hier? Das Schaf auch looten? Nee, kann man nicht looten. Ja. Und ich würde mal vorschlagen, dass hier alles wohl. Mal bist du schon... Nicht zu holen. Du bist auch schon... Okay, dann würde ich mal weitersehen. Und mich mal auf die Suche zu den betreffenden Leuten machen, die hier auf dem Bauernhof gehören. Ja, jetzt stehe ich vor der Zufluchtsstätte von Arkil seinen Leuten. Also, war das eben Arkils Hof. Wir finden hier Randolph. Und hier ist auch Arkil. Und wir sagen ihm, die Orks sind erledigt. Die Orks, die auf deinem Hof waren, sind erledigt. Tatsächlich? Noch sei Dank, ich dachte schon, wir müssten jetzt ewig hier versauern. Du willst wieder auf deinen Hof? Ist das nicht so gefährlich, solange die Orks noch in der Gegend sind? Ach, weißt du, ob sie uns das auf dem Hof oder hier erwischen, das ist so ziemlich gleich. Wie du meinst. Wie wär's mit ein paar Goldstücken? Da muss ich dich leider enttäuschen. Wir sind arme Bauern, es reicht gerade zum Überleben. Okay, also die machen sich direkt hoch? Kann mir nicht helfen? Ich kann mir nicht helfen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du immer noch eine miese Laune hast. Da hast du recht. Etwas stört mich noch ganz gewaltig. Um was geht es? Meine beiden Knechte Enim und Egil haben nach dem Überfall der Orks meinen Hof verlassen. Einige zwielichte Gestalten haben den beiden weisgemacht, dass sie als Banditen ein sorgenfreies Leben führen könnten. Sie haben sich daher der Bande eines gewissen Gregors angeschlossen, der hier die ganze Gegend unsicher macht. Irgendwo im Norden muss er sein Hauptquartier haben. Bitte sorge dafür, dass die beiden Dummköpfe zurückkommen. Ich bin mir sicher, dass die beiden nicht wussten, was sie taten, als sie von den Banditen beschwatzt wurden. Na schön. Ich schau mal, was ich da machen kann. Danke. Du sollst es auch nicht bereuen. Ja, an der Stelle nochmal danke für Alain Dufon, der mir diesen
Ratschlag gegeben hat, sobald ich Arkel nochmal anquatsche, dann kann ich ja auch mit seinen beiden verlorenen Kompagnons reden. Das ist also damit gemeint. Ja, speichern, ne? Und schauen, wo diese Gregorbande sich aufhält. Jo, würde mal sagen, welche Richtung gehen wir denn? Sag mal, wieso läufst du denn hier die ganze Zeit schon raus und die anderen nicht? Verstehe ich nicht. Moment mal, Logbucheintrag. So, zwielichtiger Umgang. Gut, okay, das war ja das mit Enim und Egil. So, Bengars Hof, Arkils Hof wird erfüllt sein. Lobards Hof. Orks auf Arkils Hof. Richtig. Ja, ist wieder frei. Auch schön. Gut, lass mich mal vorbei. Wo wollen wir jetzt hin? Zu Arkil oder was? Aber wo waren denn Gregors Banditen? Das weiß ich nicht mehr. Gehen wir mal hier runter. Zu Gerak oder wie heißt der nochmal? Gerak, genau, richtig. Bei dem können wir nichts mehr machen. Wo ist denn jetzt das Snapperkraut? Da ist das Snapperkraut. Ach, und da läuft er nach oben. Aber Gregors Bande im Norden. Gucken wir mal. Es hieß doch im Norden. Das heißt also, wir müssen genau hier in die Richtung. Na, gucken wir mal. Dann Solo kommen wir mit wieder hier hin. Hier geht's zur Taverne. Nee, zum Leuchtturm. Also dann gehen wir mal hier rum. Oder? Weiß ich jetzt nicht. Mag diese verworrenen Waldstücke hier nicht so sehr. Da bewegt sich was. Nein, da bewegt sich nichts. Denn hier für lustige Schattenspiele. Ah, alles klar. Hier waren wir noch nicht. Und im Vorübergehen mal eben geläutert. Ja, dann werden wir mal abspeichern. Ja, dann gehen wir mal weiter in diese Richtung. Gucken wir mal, was es hier noch alles so außerhalb des Pfades gibt. Aber da hinten gibt es wieder ein paar. Ah. Was hängt denn hier? Achso. Da hängt was in der Luft, dachte ich. So, und. So, ich hau immer in der Luft. Albert. Und tschüss. Fertig. Welträuberchen. Ja, ich weiß, ich bin auf irgendwelche komischen Räuber oder Banditen gestoßen. Ich weiß noch nicht, wo genau die waren. Oh, ich höre was wumpfen. Okay, das ist in der Richtung. Da werden wir wohl mal. So. Ach ja, Blutfliegelchen und noch eine Blutfliegelchen. Nicht zu holen. Ja, zweimal gedrückt. Gehen wir wieder runter zum Pfad. Gucken mal, ob wir dann was finden tun. Außer ein paar Kräuterchen. Ja, liebe Leute, dann während uns da hinten ein Drachen? Nein, das ist ein Schattenläufer, ne? Während da hinten ein Schattenläufer auf uns wartet, darf ich mich für diese Folge verabschieden. Schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen und wir sehen uns wieder. Oh, ist jetzt schwarz gewesen. Oh, voll den Ast vom Baum gehabt. Nee, vom Kopf. Ich sage tschüss.